Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine Neuigkeit hier erlebt. Und zwar dürfen wir zum ersten Mal den Oscar spielen, der hier unten so komische Verrenkungen macht. Ich sehe auch gerade, hier ist irgendein Punkt. Was ist der? Ach, dann geht er wieder da. Ah, nein, 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 nicht wieder zurückgehen. Ich weiß ja nicht, was wir machen müssen. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen, aber zurückgehen, glaube ich, ist keine gute Idee. Ja, dann laufen wir jetzt erstmal hier ein bisschen in der Gegend rum. Hier sind Treppen. Und hier kommen wir nicht weiter. Oder kommen wir durch die Tür? Oh, ich kann sogar laufen. Okay. Ah, wir kommen durch die Tür. So, können wir hier noch... Was ist das denn hier für ein komisches Zeichen? Das kann man sich aber nicht angucken, oder? Schade. Ja, können wir hier jetzt irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Nein, jetzt läuft doch nicht überall rum. Ich will doch nur gucken, ob hier irgendwas ist. Ach, da ist ein Hund. Ein Hundi. Ein Roboterhundi. Können wir aber leider nichts mehr machen. Schade. Oh. Kate Walkers Verfolger. Ich sollte mich beeilen. Ja, wir wollen uns ja... Oh, was ist das hier? Wir wollen uns ja beeilen. Hallo? Ah, die fraglichen Leitungen. Sie zu öffnen scheint mir ein Kinderspiel. Hier oben? Okay. Dann sag mir mal, wie wir das machen sollen und wo wir hin müssen und wie wir da nach da oben sollen. Aber ich gucke mich auf jeden Fall hier unten erstmal in Ruhe noch ein bisschen um. Kann man vielleicht hier noch irgendwas machen? Es ist alles so weitläufig hier, das ist ja schrecklich. Oh, da ist noch so ein Hund. Ich will ihn mitnehmen. Die sind niedlich. Moment, da kann man irgendwas machen. Wenn auch etwas, was mir jetzt nicht besonders sinnvoll erscheint. Ja, vielleicht kann man da später noch irgendwas mitmachen. Beziehungsweise vielleicht ist es später halt eben sinnvoll, die Teile zu benutzen. Ich weiß es nicht. Ist das eine andere Perspektive oder guckt man auf das Gleiche? Also man guckt nicht aufs Gleiche, aber man kann, oder? Doch, den Teil kommt man, glaube ich, links eben auch angucken, oder? Wenn, dann kann man auf jeden Fall nicht alles sehen. Ja, das hilft uns jetzt alles nicht so besonders gut weiter. Oskar, es ist schön, dass du weißt, dass du da irgendwelche Klappen oben öffnen musst, aber das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Kann ich hier nicht weiter? Okay. Kommt man hier hinter irgendwie? Oder kann man... Das ist keine Tür, ne? Ah, Moment. Hier war irgendwas. Okay. So, jetzt sitzen wir in einem Feuerwehrauto. Und nu? Wir brauchen wahrscheinlich einen Schlüssel. Okay. Besser nicht, solange der Motor aus ist. Machen wir lieber keine Fehler à la Kate Walker. Ich wusste, dass da jetzt irgendwas Böses kommt. Ja, das heißt, wir müssten hier wahrscheinlich erstmal einen Schlüssel suchen, so wie es aussieht. Also kommen wir jetzt hier definitiv erstmal nicht weiter. Aber ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass wenn wir einen Schlüssel finden, dass wir dann mit der Feuerwehrleiter oben aufs Dach draufkommen. Das,
Würde jetzt gerade aktuell für mich logisch erscheinen. Okay, da hinten können wir nicht weiter. Die Frage ist nur, wo kriegen wir denn her? Die Krähen, ne? Die sind ja so ein bisschen Endzeitstimmung irgendwie. Ich kann hier irgendwie nichts machen, ne? Was ist das hier? Sieht so komisch aus, aber macht da irgendwie nichts. Hier kann man auch nicht. Das verwirrt mich, dass hier überall die Blätter so rumfliegen. Als ob die sagen würden, geh hier in diesen Bereich rein. Aber hier hinten kommt man auch nicht weiter, ne? Komm, beweg dich mal, Oscar. Mensch. So schwer ist das doch nicht. Jetzt hat man... Oh, wo läuft der denn hin? Jetzt hat man hier einen riesigen... Moment, hier sind Treppen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Treppen, Treppen, Treppen. Treppen ja, Tür benutzbar nein. Okay, das ist natürlich scheiße. Hier kann man auch nicht rein. Kann er hier irgendwas machen? Auch nicht. Waren wir jetzt hier eben schon? Kann man hier rein? Auch wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Ah! Okay. Irgendwie habe ich den Teil eben gar nicht gesehen. Mir kam das so komisch vor, wenn das so ein riesiger Bereich ist. Oh, Hundi, du bewegst dich. Hallo. Wie war ich? Donnerwetter. Okay. Ja, das findet der sehr toll zum Nachdenken. Kann ich jetzt hier hin oder geht der Hund dann immer... Oh, gute Güte. Also der Hund mag mich anscheinend. Kann man den da irgendwie eins draufhauen mit dem Werkzeug? Nein. Ja, also anscheinend, weiß ich nicht, wollen die nicht, dass ich hier irgendwas mache. Keine Ahnung. Hier ist auch nichts, was man machen könnte. Oder ich muss doch irgendwas mit dem Feuerwehrauto machen. Ich weiß es nicht irgendwie. Nein, du sollst... Hallo. Das hier, das irritiert mich, dass da überall Werkzeug hängt, aber der sich kein Werkzeug... Hallo? Mauszeiger? Dass er sich kein Werkzeug nimmt. Ich gucke noch mal jetzt hier überall... In jeder einzelnen Zeile durch. Das kann doch irgendwie nicht sein. Oh, gute Güte. Ja, das ist ja okay. Du sollst ja nicht da reinlaufen, du sollst hier hinten rumlaufen. Es kann doch nicht sein, dass man hier so gar nichts machen kann. Nein, geh da rum. Alles nur Fake hier. Auch nicht in den hinteren Bereich rein oder so. Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt bin ich hier gerade so ein bisschen überfragt. Kann man vielleicht im Auto doch noch irgendwas anderes machen? Keine Ahnung, ist der Schlüssel unter der Windschutzscheibe, nicht Windschutzscheibe, unter dem Sonnenschutz oder so? Ich meine, da haben wir jetzt so nicht nachgeguckt, ne? Wir haben jetzt nur
geguckt, ob wir was machen können, aber nicht, ob wir uns bewegen können. Ah, wir können uns bewegen. Nee, oder? So einfach ist das jetzt nicht, oder? Okay, also ich kann draufdrücken, aber es passiert nichts, komischerweise. Hm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht verbuggt oder so. Da können wir noch rüber. Oh, Moment, da unten ist was. Okay. Das können wir alles. Ach so. Ach, da muss ich das andere bestimmt auch runterziehen. Ah. Wieso nimmt er das nicht an, wenn ich ziehe? Hallo, Mauszeiger. Ach so, mehr macht er nicht. Okay. Dann... Oh, das ist doch bestimmt ein Bild von mir, oder? Achso, darf ich das nicht mitnehmen? Schade. Ah! Nee, oder? Ist das jetzt euer Ernst? Sonst ist da wahrscheinlich nichts mehr drin, ne? Oder kann man sich da noch irgendwas anderes rauskramen? Ich meine, so eine Brille wäre natürlich nicht schlecht. Die möchte er nicht. Das ist wahrscheinlich so ein selbstgebastelter... selbstgebastelter Führerschein. Okay, den möchte er anscheinend auch nicht haben. Dann denke ich mal, muss man das Ding ja auch runterklappen, ne? Aber da ist nichts, oder? Es war so eine Finte, ja, ja. Damit man denkt, dass da oben eventuell der Schlüssel ist. So, so. Okay, dann probieren wir mal, den Wagen zu starten. Kann ich hier was machen? So. Bleibt ihr selbstständig stehen? Ich hoffe doch. Okay, da komme ich nur wieder rein. Komme ich jetzt... Kein Schalter oder so hier im hinteren Bereich. Also hier, ah, Moment, da ist was. Weil ich kenne das normalerweise nämlich so, dass man irgendwo was drehen muss oder so, glaube ich. Ja, du sollst das machen. Okay, wir müssen hoch. Müssen wir nicht vorher das Ding rausdrehen? Ist das netter Raum. Was für ein Raum? Hallo? Netter Raum. Okay, also ich kann da anscheinend nicht drehen. Ach, hier ist so eine Konsole. Ah, verstehe. Okay, das ist für hoch. Und das ist dann... Ja. So ungefähr, kann das sein? Okay, die Frage ist jetzt nur, kommen wir da jetzt hin, wo wir hin wollen? Aber wir versuchen... Nee, jetzt kommen wir wieder da aus. Hä? Ah, okay. Es war zu hoch für ihn. Ja, das Ölkännchen werde ich nicht benutzen können, ja. Hm, keine Möglichkeit zum Öffnen. Verschweißte Kanten. Verschweißte Kanten. Okay, verschweißte Kanten ist nichts Gutes. Dieses Gitter ist eine Beleidigung für die Zunft der Kesselbauer. Und sozusagen Sand in unserem Getriebe. Ja. Dann werden wir wohl erstmal wieder zurückgehen müssen, so wie es aussieht. Wenn ich denn jemals wieder meinen Mauszeiger kriegen würde. Hallo. Hm. Das heißt, das haben wir. Aber, also erstmal weiß ich nicht, was das hier rechts ist. Das muss doch auch irgendwie was sein. Wo der gesagt hat, nettes Zuhause oder sowas. Hallo, Mauszeiger. So, eigentlich wollte ich jetzt am Wagen vorbeilaufen, aber irgendwie will er nicht.
Es muss doch irgendwas mit diesem einen Laden zu tun haben, wo ich eben war. Da sind wir doch rausgekommen. Und hier können wir doch auch nirgendwo rein oder so. Da ist ja keine Tür. Ach so, Moment, da sind wir rausgekommen. Ja, dann gucken wir doch mal eben, ob man da nicht noch einen anderen Weg rumlaufen kann. So, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nicht hakt, dann versuchen wir mal da runter zu kommen. So, dann schauen wir mal, ob wir da jetzt... Da können wir nicht nach links. Ja, das hatte ich jetzt irgendwie schon befürchtet. Wahrscheinlich meckert der eh, wenn wir noch nicht alles gemacht haben. Oskar, Sie müssen die Lüftungsleitungen öffnen, bevor Sie zurückkommen. Ja. Ich wollte ja nur mal gucken, was hier alles so Schönes im Raum ist. Aber nee. Okay. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als wirklich hier rumzulaufen. Ja, geh endlich weiter. Ich drücke hier 20 Mal drauf. So. Ja. Jetzt stehe ich immer noch vor den gleichen Problemen. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass das was mit diesem Raum zu tun hat. Also mit diesem... Da ist auch noch ein Hund, sehe ich gerade. Mit diesem einen Raum zu tun. Können wir vielleicht die Autos hier öffnen? Nee, ja. Nichts, was uns jetzt irgendwie weiterhilft oder so. Vielleicht hat er einen Bolzenschneider dabei oder irgendwas, keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Komm, geh doch einfach weiter. Leute, wieso kann man nicht einfach mal an der Wand entlang laufen? Das ist doch scheiße sowas. Ist das hier das gleiche Gebäude? Nein, hierhin. Und sonst war jetzt hier kein Gebäude mehr, wo man irgendwie ran kann oder so, ne? Oder kommt man da von hinten, kommt man auch nicht irgendwie ins Gebäude ran, dass das so einen Hintereingang hat oder so? Weil hier sind wir eben leider nicht weitergekommen. Hier kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht laufe ich ja irgendwie blöd, keine Ahnung. Der läuft jetzt wieder nach vorne. Da will er nicht hin. Ja. Das Problem ist, dass ich die Folge jetzt auch nicht so überziehen möchte und ich jetzt noch nicht allzu viel geleistet habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Außer, dass ich das Teil dahingestellt habe. Ach, geh doch endlich mal da rein, Mann. Und ja, sonst konnte ich halt nichts machen. Was ist das denn hier? Das ist doch irgendwas mit dem Werkzeug. Ach so, der Bolzenschneider, den wir brauchen, der ist nicht da. Verstehe. Vielleicht liegt der jetzt bei den Hunden oder so. Das Problem ist nur, wie komme ich da ran? Kann ich hier drüber? Irgendwie drüber klettern? Keine Ahnung. Ich will doch nur den Bolzenschneider haben. Ich vermute mal ganz stark, dass der irgendwie hier vorne bei den Hunden liegt. Man sieht es leider nicht, obwohl der liegt so offen. Ja. Wie war ich? Donnerwetter.
Kann man denn nichts mit den Hunden irgendwie benutzen oder so? Ölkännchen angucken. Keine Ahnung. Etwas Öl auf die Zahnräder und alles läuft wie geschmiert. Ja, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Ja, also ich weiß nicht. Ich denke mal, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass dieser Bolzenschneider, der da fehlt, eventuell bei den Hunden ist. Aber wie können wir dann die Hunde überlisten? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Falls er nicht hier ist, weil man sieht es leider nicht. Wo könnte er sonst noch sein? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist wirklich nochmal alles komplett absuchen. Ich weiß nicht, ob das hier hinten... Das ist doch kein Raum oder so, ne? Das mit den Brettern, das sieht mal so komisch aus irgendwie. Aber man kommt da auch nicht hin. Das ist halt das Problem. Und man kann auch sonst nichts anderes hier anklicken. Da ist auch nichts, wo man hochklettern kann oder so, ne? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß es im Moment nicht. Ich würde jetzt hier erstmal gerne einen kleinen Cut machen und dann... bleibst du mal stehen, bitte? Hallo? Könntest du jetzt mal dich umdrehen und nicht deinen Rücken zeigen, während ich hier abmoderieren will? Das ist ja... Mann, was für schlechte Manieren, ehrlich. Ja, ich würde hier gerne erstmal einen kleinen Cut machen. Mal so ein bisschen überlegen, was vielleicht noch wo sein könnte. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ein Bolzenschneider könnte natürlich überall sein. Vielleicht müssen wir auch noch mal mit der, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißt, Nina? Nee, Nina war aus dem anderen Spiel. Also mit der, die wir eigentlich spielen. Vielleicht müssen wir mit ihr noch mal reden. Das habe ich jetzt eben nicht ausprobiert, ob man das kann. Vielleicht hat sie noch irgendeine Idee. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.